Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac Rebirth mit dem Afterbirth DLC. Wir machen mal wieder einen Run. Der letzte Run ist ein Jahr her. Über ein Jahr sogar. Eineinhalb Jahre. Ich weiß nicht, ich hatte so eine Downphase von dem Spiel. Da dachte ich mir, boah, es ist so scheiße, kein Glück, nix mehr. Aber da habe ich ja letzter Zeit und zwischendurch dann ab und zu nochmal gespielt. Und in Fall 3 bin ich quasi Real Platinum Gott, habe hier einiges freigeschaltet. Einiges ist auch verbuggt. Zum Beispiel stand bei Lilith auch, ich hätte die Chest geschafft, habe Isaac aber nicht besiegt. Hä? Und als ich dann die Chest nochmal gemacht habe, habe ich dann das Item dementsprechend freigeschaltet. Lilith ist übrigens ein neuer Charakter. Ein sehr cooler Charakter, wenn auch schwierig umzugehen. Und ja, was ist neu? Ich glaube, die Daily Challenges kamen mit Afterbirth neu. Es gibt neue Challenges. Ganz viele. Hyrule zum Beispiel ist eine Anlehnung auf Hyrule. Man schaut damit mal am Style von der Schild. XXXXXXXL sind einfach alle Ebenen riesig. Speed hat man, glaube ich, nur 30 Minuten Zeit, um bis zu Mams Haar zu kommen. Mit Isaac. Ob es Itemräume gibt, weiß ich nicht. Und alles ist schnell. Alles schnell. Blue Bomber ist, keine Ahnung, werden wir später irgendwann auf jeden Fall mal anschauen. Aber das ist ja unser Spielstand, mit dem wir quasi aufgehört haben. Und es wird nicht mehr Road to Real Platinum God sein. Denn jetzt mit, ich glaube mit Afterbirth kam jetzt was Neues hinzu. Und zwar der 1001% Nerd. Das heißt, wir müssen mit jedem Charakter den optionalen Zusatzboss schaffen. Den, das Symbol sieht mal das hier, dieses Gesicht. Dann Mega Satan, der wird hier erscheinen und natürlich alles andere noch schaffen. Und zudem haben wir einen neuen Mode, und zwar den Greed Mode. Den werden wir heute machen, und zwar um Lilith erstmal freizuschalten mit Azazel. Sollte einfach sein, easy zum Reinkommen. Dazu sei gesagt, der Greed Mode ist unter, er kann sehr schwer werden. Aber man kann da auch extrem gut Game Breaks machen. Was ich, in Greed Mode habe ich bisher keinen einzigen Gamebreak geschafft. In meiner gesamten Isaac-Spielzeit, was mit dem normalen und dem jetzigen dazu zählt, habe ich über 240 Stunden und ich habe gerade mal 2 Gamebreaks hingekriegt. Das ist irgendwie bitter, ich weiß nicht. Entweder ich denke nie nach irgendwie groß oder, ach, keine Ahnung, egal. Starten wir einfach mal mit Azazel, den Greed Mode. Worum geht es in den Greed Mode? Wir haben hier oben links, sehen wir 0 von 10, wir müssen 10 Wellen machen, um in die nächste Ebene vorwärts zu kommen. Das hier ist quasi alles, was wir haben. Oh, Afterbirth hat natürlich noch ein paar neue Items hinzugefügt. Und Trinkets und so ganze Kram. Und das ist, denke ich mal, klar. Und eins von diesen Items haben wir. Das ist hier das da. Das ist Restock. Damit können wir quasi im Shop endlos viel kaufen. Solange wir das Geld dafür haben. Und hier haben wir ein HP-Upgrade. Kein allzu guter Start, aber ich nehme es hin. Und ja, das ist unser Shop. Der sieht ungefähr immer gleich aus. Diese Maschinen sind zum Beispiel neu. Dort können wir Münzen reinwerfen, um zu rerollen. Oder, also um ein komplett neues Sortiment zu bekommen. Oder sprengen. Aber wenn man die mit einer Bombe ansprengt, ist die Chance erhöht hoch, dass sie kaputt gehen. Die gehen mit der Zeit auch kaputt, wenn man Münzen reinwirft. Aber ja, jetzt auch nicht gerade so das Desaster. Oh, wir unlock Blue Womb. Ah, okay. Jetzt kriegen wir hier die ganzen Unlocks wegen den Dingens da. Muss ich mal kurz anders hinsetzen, tut mir leid. Ja, warum? Weshalb? Wegen Afterbirth. Können wir jetzt alle Sachen freigeschalten. Und wir brauchen 5 Münzen für den da. Oh, wir haben einen Schlüssel. Oh. Achso, haben wir aufgenommen. Wir gehen erstmal in den Itemraum. So, oh, Bob Spray. Nee. So, und das ist unser toller Counter. Da können wir jedes Mal eine Welle starten. Und so. Oh, perfekt. Bombenspinnen mit dem kurzen Brimstone ist immer gut. Und jedes Mal, wenn der Counter runterläuft und noch Gegner am Leben sind, spawnt die nächste Welle. Oder wir besiegen halt alle Gegner in der vorgehenden Zeit und spawnt die nächste Welle sofort.
So, da kann man natürlich... What? Ich hab nicht mal gesehen, was mich getroffen hat. Das kann natürlich... jetzt zum Beispiel mit Nicht-Azazel ziemlich für Panik sorgen, wenn da auf einmal der ganze Raum voller Gegner ist. Vor allem mit Maggie zum Beispiel, der so schon sehr langsam ist und wenig Grundschaden hat, kann das schon sehr brutal werden. Aber man könnte rein theoretisch nochmal auf den Schalter drauf treten, dann würde man Schaden nehmen, ich glaube ein halbes Herz oder ein ganzes, weil es Stacheln sind, ich weiß es nicht. Und dann würde die Welle sofort stoppen. Och, ich hasse diese Spinne. So, und nach der achten Welle ist immer sofort Pause, weil Welle 9 und 10 sind Bosswellen. So, und von den Items hätte ich gern das hier. Oh, verdammt, das kriegen wir nicht. Mann. Okay. Oh. Der ist böse, glaube ich. Zumindest wenn er seinen Brimstone schießt, weil er, glaube ich, so einen Rubber-Cement-Effekt hat. Also, dass die... ausgerechnet ein Womp-Boss. Oder? Ne, es ist nicht, ist ja nicht mal ein Womp-Boss. Cave-Boss? Ach, keine Ahnung. Aber dafür in der pinken Superform. Die pinken Bossformen halten immer wenig aus. Hat man, glaube ich, gesehen. So, jetzt fehlen uns natürlich genau 3 Münzen. Um Jesus Juice zu kaufen. Das ist absoluter Bullshit. Da ist auch nur Crap drin. Okay, holen wir uns nochmal einen Schlüssel. Völlig egal. Und nach der 10. Welle können wir den Knopf da drücken, mit dem tollen Pentagramm drauf, um quasi unseren Devil Deal aufzumachen. Wow. Oh hey. Ja, Devil Deals muss man nicht hoffen. Also man kann ja quasi so viele rote Herzen mitnehmen, wie man will. Denn den Devil Deal bekommt man definitiv. Und ich muss jetzt aufpassen, dass mich das Vieh da nicht trifft, weil sonst kann ich den Devil Deal hier nicht mitnehmen. So, das war sowieso blöd, weil ich jetzt noch ein halbes Herz habe. So, vielleicht ist hier eine Münze drin. Hoffentlich. Ne, ein halbes Herz. Sehr witzig. Mit einem schwarzen Herz bringt mir das leider relativ wenig. Ja, könnte natürlich sein, dass wir direkt auch wieder sterben. Oh, eine Spritze. Es gibt auch neue Transformationen quasi. Oh. Oh, Baby, dich habe ich so vermisst. So. Ist hier vielleicht ein Seelenherz im Angebot? Nö. Warum auch? Das ist wirklich blöd. Ich habe nur ein halbes Herz und muss jetzt die Wellen schaffen. Aber Polyphemus regelt definitiv. Oh, scheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist richtiger Kott. Ja, ihr seid auch nicht gerade viel besser. Das Problem ist auch, ich kann nicht auf den Knopf drücken, um die Wellen zu pausieren. Ach, oh, die sind zum Beispiel auch neu. Die explodieren in so einer Plusform. Und können auch blaue Maden spawnen. Ich glaube, das hier sind... Also diese blauen Gegner werden Drowned betitelt. Ich weiß jetzt die... Oh Gott. Ich weiß jetzt die Namen selbst nicht, leider, von den Monstern. Aber das soll noch mit Afterbirth Plus quasi dazukommen. Das wird das vorläufig letzte DLC sein für Rebirth. Afterbirth ist ja quasi nur DLC für Afterbirth. Ich glaube, das war aber... Oh Gott. Ach, nicht ihr. Das sind so meine Nemesis. Ich habe immer so voll die Probleme mit den Viechern. Die schießen in eine Richtung, dann denke ich mir, ha, ich weiche in die entgegengesetzte Richtung aus. Ja, und kaum habe ich mich dann wegbewegt, nachdem sie geschossen haben, treffen sie mich trotzdem. Keine Ahnung. Ja, und jetzt haben wir hier ein Problem. Lass hier bitte ein Health-Up drin. Oh. Du bist kein Health-Up. Scheiße. Das ist nicht gut. Das hätte ich mitnehmen können. Das hätte mir... Oh, ich weiß, was ich machen kann. Ich kann hier reinschauen. Sehen Herzen? Nö. Okay. Und der Fool einsetzen, weil dann bin ich wenigstens wieder draußen. Ah, das Kartending hätte mir Dings droppen können. Hierophant. Hätte ich wenigstens
Ach, das war's, okay. Starten wir nochmal. Egal. Das war echt blöd. Das ist echt scheiße gelaufen. Das ist auch ein neues Item. Binky Memories. Gibt uns ein Sehenhead dazu. Wir werden kleiner und unsere Tierrate erhöht sich. So, du bist glaube ich auch neu. Du erhöhst unsere Range und unsere Tierrate. Infested. Das glaube ich noch alt. Und 3 Münzen, das ist gut. Gratis Schlüssel ist übrigens noch besser. 99 Bomben oder den Free Dollar Bill? Da nehme ich natürlich Bomben. Free Dollar Bill ist verlustig, aber ich möchte gern was schaffen. Nicht Lille freischalten. So, hier kriegen wir direkt die Bomben und Schlüssel wieder. Das hier gibt uns noch 3 zufällige Herzsorten. Und ja, halt normale rote, blaue oder schwarze. Ich weiß gar nicht, ob sie Eternal Hearts geben kann, also die weißen. Aber ich glaube nicht. Ich meine, das wäre dann Ranged hier und ein HP ab dann quasi. Wäre ein bisschen krass. Und es gibt Geheimräume hier. Super Geheimräume aber nur. Sprich, da darf nur ein Raum angrenzen. Und na, jetzt wo wir die 99 Bomben haben, können wir die eigentlich mal suchen. So, mir gefällt auch die Tierrate. Polyphemus. Hätte ich vielleicht nicht mitnehmen sollen eben gerade. Man kann Polyphemus nicht einfach nicht mitnehmen. Das ist einfach Max Damage sofort, einfach ohne irgendwas zu machen. Da scheißt man halt auch gerne mal auf die Tierrate. Dann kommt Zollmilk und man hat wieder 0 Damage. Dann kommt Libra und man hat keine Tierrate mehr und wieder Max Damage. What? Libra. Verstehe ich nicht. Gleicht alles aus und dann irgendwie doch nicht und dann, ja. Ist die Welt sowieso kaputt. So, wir könnten PhD mitnehmen, damit wir nur noch gute Pillen haben. Oder Hive Mind, falls wir Guppy werden. Aber ich mache wirklich das hier. Das ist immer perfekt, wenn man so direkt schön 3 Seelenherzen bekommt. So, ich weiß gar nicht, ob der Geheimraum hier sein kann. Also hier oben kann er nicht sein, weil grenzt an den Raum an. Okay, dann kann er noch hier sein. Oder halt unten noch. Kann natürlich auch sein, dass er nicht da ist. Ist absolut möglich. Und was auch möglich ist, dass ich diese Dinge hier noch. Oh, schon wieder du? Okay, die Viecher. Ach, die gelben Fliegen sind auch neu. Die passen sich so ein bisschen der eigenen Bewegung an. What? Ach, stimmt, der ist ein Wompgegner. Der spawnt Wompgegner. Das hier finde ich die schlimme Variante. Weil er diese Maden aus dem Womp spawnt. Könnte vielleicht 25 Cent drin sein. Ich kann mir die sogar noch. Speed und Range Up oder PhD? Ich werde eh kaum Pillen bekommen. Ah, der HP-Abhänger. Und Speed ist immer gut. Range ist jetzt auch endlich. Pin. Wie viele? 3? Einer. Oh, ich bin endlich. Nee, 2. Ich wollte gerade sagen, ich bin erstaunt. Man, das tut immer weh, wenn man so in den Devil-D geht und dann. Nix. Satan mag uns heute nicht. Ugh. Ja, solche Räume können halt kommen oder so eine Error-Geheimräume. Und wir haben hier quasi einige Ebenen. Flash, damit können wir Kackhaufen Gegner sofort one-hitten. Und was haben wir hier so im Shop? Ah, noch eine Spritze. Hätte ich gern. Und hier ist eine Pille. Pretty Fly. Oh, nicht schlecht. Droppt ihr mir vielleicht löst ihm Save. Nö, aber 2 Startmünzen, das ist gut. Seelenherz, wenn wir schon mal hier drin sind, kann ich ja mal schauen, ob hier der Geheimraum ist. Nö, okay. Ah, schon, hätte ich hier eigentlich auch gleich gucken können. Und die Feuer unbedingt ausmachen, weil Geiz ist geil. Wir sollten auch nicht immer alle Münzen ausgeben. Und Magic macht schon mehr, aber auch geil. Ich weiß gar nicht, ob der hier
im Greed Mod einfach so einen Pilzen droppen kann. Ich meine, warum nicht? Okay. Oh hey, das ist aber eine einfache vierte Ebene. Was fehlt, ist Damage Up. Ich meine, Azazel ist von Grund aus ganz okay vom Damage her. Ist halt ein Mini-Brimstone. Und auch leider nur ein Mini-Brimstone. Ob man jetzt einen richtigen Brimstone noch mitnimmt, ist, ja. Ich sag immer so, wenn man keine Range-Ups hat mit Azazel, sollte man bei Gelegenheit den normalen Brimstone dann mitnehmen. Aber so wie jetzt geht's eigentlich. Ein bisschen mehr wäre noch okay. Aber ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, okay, Brimstone essen muss. Würde ich wahrscheinlich trotzdem nehmen. Weil Brimstone macht ja auch noch ein bisschen, oder ist, glaube ich, stärker als der Mini-Brimstone. So, und die Spritze hier hole ich mir auch nochmal. Du machst HP ab. Das hier ist Placebo. Ist glaube ich, auch neu. Es gibt auch einige neue Fliegen-Items hier. Placebo macht, sag ich das am besten? Placebo macht, dass man Pillen, also wie die Blank Card nur für Pillen. Also dass man Pillen öfters einsetzen kann, quasi. So, ja, die Range sollte noch ein bisschen hoch, damit ich von diesen Explosionen nicht getroffen werde. Ah, gratis Seelenherz. Nice. Ich habe nämlich gerade eben eins verloren. Ach, eine Münze fehlt wirklich. Das hätte ich gerne, die Black Candle, genau, so hieß es. Okay, ich sollte hier nicht den ganzen Pool ausräumen, weil sonst haben wir später nichts mehr in den Shops. Und das wäre nett, gut. Du spawnst Spinnen statt Brimstone, das weiß ich. Das ist die nette Variante von dem Vieh. Ein Devil, die haben wir noch. Doppeldrops. Oh, und noch eine Münze, nice. Doppeldrops ist immer gut, vor allem hier im Greed Mode. Das sind Scatter Bombs. Damit explodieren unsere Bomben in den Bomben. Nochmal PFF, komm, geh weg. Damit könnten wir die Geheimräume immer sehen, aber wir haben quasi endlos Bomben. Zwei Trinkets, wir haben noch nicht mal ein Trinket. Geheimräume direkt sehen. Das könnte eine Tour of Diamonds sein, aber ich riskiere es mal nicht. Squeezy für noch mehr Tiers ab oder... Ah, wir nehmen Mom's Box mit. Mom's Box droppt uns nämlich ein random Trinket und solange wir Mom's Box in der Hand halten, verdoppelt sich der Trinket-Effekt. Ja, das heißt, Cancer hat zum Beispiel einen doppelten Effekt. Curved Horn würde plus 4 statt plus 2 Damage geben und hier haben wir die dritte Spritze für unsere Spun-Transformation. Damit sehen wir nicht nur ziemlich behindert aus. Droppen eine Pille, sind immun gegen Explosion und bekommen noch plus 1 Damage. Also wir sind jetzt quasi eine kleine Killermaschine. Ja, Münze, dankeschön. Das ist richtig schön. Oh, zwei Fünfer gedroppt. Und du, Evil Up. Ich glaube, das macht, dass wir mehr schwarze Herzen bekommen. One makes you larger, jetzt sind wir normal groß. Ja, neue Pillen gibt's auch. So, schauen wir hier mal kurz nach dem Geheimraum. Nö. Da kann er nicht sein. Ja, aber ich bleib bei dem hier. Weil wir werden eh keine schwarzen Herzen gedroppt bekommen. Ich wollte eigentlich gerade einen Schlüssel holen. Okay. So, es ist schön, dass wir immun gegen Explosionen sind. Achso, und jede geklärte Wave zählt als ein geklärter Raum für die Space Items. Aber ich denke mal, das war klar. So, jetzt sind wir schon recht krass stark eigentlich. Wir sind auf der dritten Ebene, das ist quasi Devs, genau. Upsala. Danach kommt Necropolis, glaube ich. So, was haben wir hier? Ihr bringt mir nichts, du bist Blasting Cap. Keine Ahnung. Du würdest machen, dass mehr Kisten droppen und mehr Zeug in den Kisten ist, glaube ich.
Das funktioniert jetzt in dem Teil hier, das Item. Ja, und hier ist ein Shotspeed ab. Die Spritze will ich nicht mehr nehmen. Oh, Black Lotus. Von allen drei Herzsorten ein. Also eins. Das ist ein seltenes Item und richtig gut eigentlich, dass wir es bekommen haben. Ja, kein Devil Deal vorab, das ist schade. Okay. Und mir fällt auch gerade so ein, Curved Horn können wir ja gar nicht bekommen. Weil wir mit Judas noch nicht Satan besiegt haben, glaube ich. Sollten wir aber auch bald mal machen, definitiv, weil Judas ist immer noch mein Lieblingscharakter. Ach, warum weiche ich überhaupt aus? Oh, what? Kriegt doch explosiven Schaden. Dann hat der YouTuber, der das gesagt hat, was Falsches gesagt. Weg mit dir. Weiche. Knecht. So, ich glaube, wir rerollen mal. Hive Mind schon wieder. Slipstick könnten wir theoretisch mitnehmen. Wir haben keine Kisten. Damit würden wir quasi Münzen brauchen, statt Schlüssel, um Türen zu öffnen. Die Leber. Die ist selten. Die muss ich mitnehmen. Auch wenn es mir zwei Herzen gibt. Das ist ein seltenes Item. Also hier kann man sich auch wirklich gut Items farmen. Weil... Oh Gott. Okay, das ist einmal Loki-I, sprich ein halbierter Loki und ein Loki. Mr. Cool. Ich mag Loki. Loki ist nice. Es gibt auch neue Bosse natürlich mit dem DLC. Und hier kommt jetzt mal Krampus. Oh, doch nicht. Dich werde ich mal kurz aufheben. Dich werde ich einfach mitnehmen. Leech-Sacker, ich glaube. Ich weiß nicht, ob der neu ist. Aber wenn der Gegner killt, heilt der uns. Und ja, hier kann ich nichts mehr mitnehmen. Auf zur nächsten Ebene. Schneide ich mit Kreuz drauf? Nö. Kann auch noch auftauchen da. Okay, sind wir in der Womp-Ebene, okay. Danach kommt Sheol. Danach einen Chest abklatscht, nicht direkt eine Chest. Oh, und hier haben wir nochmal PGs. Oder PJs. Gibt uns, glaube ich, 6 Seelenherze. Bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall viele. Sehr viele. Aber bitte seid gute Pillen. Dich brauche ich jetzt nicht. Was ist da? Gute Pille. Oh nein, Range Down. Ah, danke schön. Ja, euch noch sprengen für eine Chance auf Steam Sale? Nö. Aber Schlüssel. Du bist ein Damage Up, dich möchte ich haben, auch wenn du ein HP Up bist. Lokis Horns. Funktionieren die überhaupt mit unserem kaputten Brimstone? Ich glaube ja. Oh, ach so. Wird hier wahrscheinlich der Geheimraum sein. Nö. Oh. Ah ja, genau. Funktioniert nur halt mit unserer Mini-Range. Die ist natürlich noch kleiner. Also ich hätte schwören können, dass die Spun-Transformation vor Explosionsschäden schützt. Keine Ahnung, warum nicht. Okay. 404. Effect Unknown ist das. Ist jetzt nicht gerade das Item, was ich suche, und ich weiß auch gerade nicht, was das Trinket macht. Ich glaube, das verlängert uns. Nee, das ist ein anderes Item. Ich weiß nicht. Das ist auf jeden Fall Isaac's Deadhead. Oder Isaac's Head. Damit hätten wir quasi. Wie würde das aussehen mit Mams Box? Hätten wir dann zwei Köpfe? Nee, nur ein. Hier Effect Not Found. Ich weiß nicht, was das macht. Aber ich bin mal so frei. Mach mal kurz Platinum da drauf. Einfach nur mal nachzuschauen. So, unter anderem der Leech Sucker. Der ist aber, so wie es aussieht, alt. Ja, den gab es schon. Den gab es schon. Okay, 404. Each room gives a different trinket effect per room. Da bleibe ich lieber bei unserem tollen Pilz. So, Damage und HP ab. Damage ist immer gut.
Auch wenn das Spiel sagt, guck mal in deiner Leiste da, dein Damage ist voll, der kann immer höher gehen. Am besten einfach nicht drauf achten. Oh nein, nicht du. So, ja, schluck mal ein paar Bomben. Alte Troller. So. Level Deal Time. Oh mein Gott. Zwei von den Viechern. Ja, wir machen einen kurzen Prozess mit denen, das finde ich gut. Und unser Leech Sucker macht nicht so gut ab. Oh hey, nochmal den Devil Deal. Gut, das heißt, du könntest entweder da sein. Okay. Drei Bomben. Ein paar neue Ebenenvariationen gibt es übrigens auch. Das ist einiges neu. Ist auch schon eine Weile her, dass es rauskam, deswegen will ich da auch gar nicht allzu sehr drauf eingehen. Das ist ein HP ab. Du bist im Angebot und gibst mir ein bisschen Stuff eigentlich. Also nicht eigentlich, sondern du tust es. Oh, die geben mir gerade echt gut Zeug. Infested. Die mit dem Ausrufe. Es gibt zwei Infested-Pillen. Einmal mit Fragezeichen und einmal mit Ausrufezeichen. Die mit Ausrufezeichen, wenn da Kackhaufen im Raum sind, werden die Kackhaufen zu Spinnen. Und die mit Fragezeichen spawnen einfach drei Spinnen. Du lässt mehr Seelenherzen droppen, aber brauche ich nicht. Was haben wir hier? Friends to the end. Drei Fliegen. Hier direkt nochmal für links. Ne. Hier links könnte er sein. Ist er aber nicht. Nein. Mars Pearl. Oh, schauen wir mal, das ist ja ein Tour of Diamonds. Oh, jetzt ein Blank Card und Batterien. Ah, oh, Lil Chub. Komm mit. Dich kann man immer mal gebrauchen. Perfekt. Nicht das, was ich wollte. Okay. Dann schauen wir mal. Oh. Ghost Baby. Nice. Oh, hey. Oh, das war auch, glaube ich, eine neue Gegnersorte. Ja. Nochmal Tower. What? Ah ja, dich kennt man. Oh nö. Okay, springen wir mal kurz noch den Tonkopf da oben. Schwarzes Herz, nice. Oh, Flat Penny. Ja, all of my yes. Wenn wir so schnell keine Schlüsselprobleme mehr haben. Auch wenn das hier die letzte Ebene ist, wo wir Schlüssel brauchen. Oder die vorletzte? Ich glaube die letzte. Na egal. Egal. Oh, what? Stimmt, die spawnen Maden. Die Maden. Okay. So. Was haben wir denn? Leg das Ding mal hier hinten hin. Geh mir auf die Nerven. Mit dir könnte ich quasi Charges laden. Mit dir sehe ich den Damage, den ich mache. Chaos bringt alles durcheinander, das will ich aber gar nicht. Die Itempools sind da irgendwie so richtig komisch. Du machst mehr Damage ab, aber mehr Champion-Gegner. Ah. Okay, ich nehme dich mit. Weil die Batterie macht, dass wir das Trinket quasi doppelt einsetzen. Und das Trinket hier macht, dass wir einen Raum weniger brauchen zum Aufladen. Mit Mausbox jetzt wahrscheinlich sogar zwei Räume weniger. Wahrscheinlich. Also sollte es in der Theorie jetzt gleich aufgeladen sein. Nein, keine Kackhaufen spawnen, du Mistvieh. Jetzt wird wahrscheinlich eh Krampus mal auf uns warten. Aber nicht mal, es funktioniert nicht so. Okay, dann bleiben wir bei dem. Ja, hallo Krampus. Ja, seine Angriffe haben sich auch ein bisschen verändert, damit er auch mal schwer wird. Und sein Kopf kann das selber auch. Weil wir jetzt Doppelcharge haben, macht er das definitiv. So, wollen wir hiervon noch was? Du bist noch eine zusätzliche Aufladung. Nee. Okay. Oh mein Gott.
Ab in die nächste Ebene. Okay. Das hier ist jetzt The Shop. Es ist nicht die Chest, es ist The Shop. Und hier gibt es nur noch einen Shop. Okay, vielleicht Steam Sale? Nee, aber reichlich Geld. What? Also, Ghost Baby hat sich geschossen. So, das Zeug möchte ich hier auch nichts von haben. Black Candle ist immer nice. Aber wir haben keinen Curse gerade. Oh, wir haben schon Ruhm freigeschaltet. Oh. Oh, yeah. Na, jetzt ratet mal, was wir nicht aufheben werden. Richtig, die Münzen. Wir werden jetzt alle Münzen liegen lassen und die mit Jera verdoppeln. Oder vielleicht finden wir ja Blankard. Vielleicht. Das wäre natürlich richtig sexy, wenn wir jetzt noch Blankard finden sollen. Left Hand. Nee. Ist auch nicht so das, was ich will. Du bist DSDS. Oh, wir haben eine Marmhand. Ja komm, fall runter. Natürlich, die... Oh mein Gott, noch einer. Ich hasse diese Hände, ne? Nicht nur, weil ich als Kind Albträume von denen von Zelda hatte. Oh mein Gott, das ist nur ein Kopf. Ohne Scheiß, von so einem Todeskrapschen hatte ich voll einen Albtraum gehabt. Oh, und dann dachte ich mir, ich müsste... Ja. Seitdem hatte ich immer so ein bisschen Respekt, als kleines Kind natürlich. Hatte ich immer ein bisschen Respekt, Zelda zu spielen, zumindest im Waldtempel und sowas. Wo die Viecher dann halt auch vorkamen. So. Okay, ich werde mal ein bisschen. Huch, da ist ein Stein kaputt gegangen. Ich werde mal ein bisschen noch rerollen. Ach, du bist alles Stats ab. Du bist schon nice. In der Hoffnung auf Blank Card. Da ist eine Batterie. Aber keine Blank Card. Komm, gib mir Blank Card. Nur einmal. Nein, kein Chaos. Blank Card. Nee. Du bist auch... Du bist Kohle. Du warst nett. Ah, verdammt. Jetzt müssten wir uns das ganze Zeug kaufen quasi dafür. Warten wir aber noch mit. Nein. Wir müssen es aufgehoben. Ich Schwein. Ich Bastard. Ich dreckiger Hund. Boah. Nein, nicht verlangsamen. Ich hasse den Tod, ne? Ja, genau. Verlangsam nicht rein. Nochmal. Von Baum spawnen zwei von denen. Als ob einer nicht schon schwach genug ist. Oh, da fällt mir ein. Ich werde die ganzen Trinkets ebenfalls verdoppeln. Ah, das war jetzt vielleicht blöd. Hä? Oh. Das ist eine neue Pin-Variante, The Frail. Der kann ein bisschen was anderes. Zwar, unter anderem ist er einmal schneller. Und wenn er so ist, schießt er einen Brimstone. Entweder Einzelschüsse oder Dingens. Blubbels. Was bist du? Hagaras. Wir könnten eigentlich hier mal kurz mitnehmen. Hagelass hier benutzen, damit die Felsen auch kaputt gehen und noch ein paar Münzen droppen. So, dann nehme ich noch die Spritze mit. Verdammt, ich muss Jera hier benutzen, hä? Was ist hier? Nicht der Geheimraum. Hier auch nicht? Doch. Münzen? Seelenherz. Oh. Sehe ich gerade, waren wir auch low. Ja, das ist blöd, weil wir jetzt auch keine Batterie haben. Eigentlich kann ich jetzt duplizieren die Münzen. Weil in der letzten Welle bekommen wir keine mehr. Oh, die Trinkets werden nicht dupliziert. Das ist nice, das ist nice. Zum Glück. Zum Glück. So. Also das ist quasi so ein. Das ist schon so ein Minigame-Break.
Two of Diamonds benutzen jetzt. Kaufen mal ein bisschen was. Mehr Range. HP haben möchte ich jetzt eigentlich nicht. Wo ist ein Space Item? Speed Up. Ah, das mit. Marms Coin Purse. Two of Diamonds nochmal. Okay. The Tower. Ups. Salah. The Hanged Man. The Tower. Also mehr Damage. Und logisch. Ja. Okay. Die restlichen Münzen behalten wir jetzt für die nächste Ebene. Für die letzte Ebene. Warte, wie kann ich denn. Wie kann ich denn durchscrollen? Ich weiß, dass man. Die Items durchscrollen kann, aber ich weiß nicht wie. Keine Ahnung. Options? Nee, nicht Change Controller. Ja, keine Ahnung. Oh, jetzt habe ich es abgelegt. Weil ich möchte The Tower eigentlich nicht mithaben. Was gab es denn hier noch? The Devil gab es hier noch. Tower. Hanged Man. Devil. Ah, komm. Ach du Ach, ja. Das hier ist so der. Ups. Das hier ist eigentlich so der typische Devil-Team-Boss. Der Ebene. Mal zwei natürlich, weil ein allein wäre zu wenig. Aber Gisch mitzunehmen war vielleicht ein Fehler. Heieiei. Okay, der wird jetzt hier. Ja, Spectral Tears, juhu. Genau das, was wir brauchten. Left Hand. Ja, ist eigentlich egal, was wir jetzt mitnehmen. Okay, dann hole ich mir ein Seelenherz wird reichen müssen. Nehmen wir nicht mit. Vor allem, weil hier noch Sachen sind. So, ein Item könnte ich noch mitnehmen. Nee. Nee, nee. Gehen wir weiter. Upsala. Das wollte ich jetzt nicht mitnehmen. Gehen wir aber weiter. Weil sonst wird das hier wieder lange dauern. Jo, willkommen bei Ultra Greed. Das ist nicht Ultra Greed. Ist doch schade, wir haben keinen Cancer bekommen, ne? Das ist ein Special Shopkeeper. Die droppen immer solche, also nicht immer, aber meistens solche 5er Münzen. Das ist Ultra Greed. Das ist ein Greed Mode exklusiver Boss. Der ein bisschen anders funktioniert als die normalen Bosse, denn der hier bekommt mit der Zeit Damage Reduction und dazu ist er noch gesagt, wenn er Münzen aufhebt von uns, wenn wir getroffen werden, weil es ist immer noch Greed, wird er stärker. Und diese Damage Reduction funktioniert insofern, je öfters wir ihn treffen, umso weniger Schaden nimmt er, was ziemlich scheiße ist. Und die Damage Reduction, Damage Reduction geht weg, wenn wir halt eine Weile lang nicht auf ihn drauf schießen. Und ich bezweifle gerade so ein bisschen, dass wir den überhaupt schaffen. Und wenn er sich so dahin hockt, dann nimmt er gar keinen Schaden. Ich glaube, ich nehme das Trinket hier mal. Das macht, glaube ich, dass wir ab und zu mal, wenn wir getroffen werden, dieses Unverwundbarkeits-Item bekommen. So, und die hier will man eigentlich so schnell wie möglich zerstören, bevor er sich dran aufheilt. Ah, verdammt, weil wenn er sich dran heilt, wird er auch stärker. Das sieht man daran, dass er immer roter wird. Hiermit lässt er Gegner spawnen. Und das nicht gerade wenig, verdammt. Aber die halten zum Glück nichts aus. Was man von dem Typen nicht sagen kann, weil der hält viel aus. Wie man sehen kann. Nicht schon allein wegen dieser verdammten Damage Reduction. Die übrigens extrem nervt. Ich meine. Oh Gott.
Es ist eine... Ah, okay. Egal. Ja, viel zu wenig Leben. Egal. Denn diese Damage Reduction ist schon eine gute Idee. Aber wenn ich einen Boss habe, der... Wenn ich schon quasi... Wenn die Spider-Mod mir sagt, diese kleine Spinnvieh, das mir das in Damage sagt, wenn mir das Vieh sagt, du machst an normalen Gegnern 600 Schaden, was ziemlich jeden Gegner one-hittet außer Bosse, und du hängst dann trotzdem mit 600 Schaden an dem Boss Ewigkeiten, dann ist das doch kein Spaß mehr. Ganz ehrlich. So, aber ich würde sagen, das war's mit diesem Part von The Binding of Isaac. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Falls ja, Kommentare und Kritik sind natürlich immer erwünscht. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir dann wahrscheinlich einfach einen normalen Hard Run machen. Im Random Mode. Keine Ahnung. Wir haben noch vieles zu tun. Vieles. Oh, wir haben Kürftung, glaube ich, schon freigeschaltet. Okay. Egal. Bis dahin, euer Sorsack 306. Ciao.